Riesenstimmung beim Finale der Frauen in Dresden auf dem Altmarkt. Die Tribünen, wir sehen es ja, rappelvoll besetzt. Und es spielen im Finale Lena und Sarah Oberländer, die Zwillinge, gegen Sabrina Kahnbaum und Natascha Nimczyk, die wir hier sehen. Und diese beiden hier in den violetten Trikots, die sind auch ganz klar die Favoritinnen in diesem Finale. Denn bisher sind diese beiden Teams viermal aufeinander getroffen im Rahmen der Techniker Beach Tour. Und viermal haben Sabrina Kahnbaum und Natascha Nimczyk dieses Duell gewonnen. Aber der erste Satz war wirklich eine sehr, sehr umkämpfte Angelegenheit. Natascha Nimczyk hier nochmal mit dem Shot. Und nach einem wirklich sehr, sehr anstrengenden Turnier, das ja vor allen Dingen an den Tagen Freitag und Samstag sehr, sehr heiß war und sehr, sehr viel Energie gekostet hat, haben sich die vier Spielerinnen hier nochmal wirklich um jeden Ball gebissen. Und es ging nach Punkten auch ganz, ganz eng zu in diesem ersten Satz. Richtung Satzball. Und auch da war es bei 21 noch nicht rum. Und erst nach diesem leichten Annahmefehler war die Entscheidung gefallen im ersten Satz. Leichter Annahmefehler von Lena Oberländer. Und dann hat Natascha Nimczyk die Chance genutzt und hat sich diesen Satzball nicht entgehen lassen. Der ging also mit 24-22 an Sabrina Kahnbaum und Natascha Nimczyk. In Satz Nummer 2 ist es danach doch deutlicher geworden. Es gab noch den ein oder anderen umkämpften Ballwechsel, aber im Endeffekt waren es die beiden in Violett, die dieses Ding danach sauber nach Hause gefahren haben. Auch wenn es manchmal wieder so Ballwechsel gab wie diesen hier, wo hinterher alle nur nach Luft geschnappt haben. Aber wir sehen es ja am Ergebnis. 18-7, dann nach einigen Minuten dieses zweiten Satzes. Und so dominant und so konsequent ging es dann auch weiter. Sabrina Kahnbaum mit dem Matchball. Wieder ist die Abwehr da. Und dann gibt es den Angriff. Und dann ist das Finale bei den Frauen rum. Im fünften Aufeinandertreffen der beiden Teams gewinnen Sabrina Kahnbaum und Natascha Nimczyk zum fünften Mal. Mit 2-0 gewinnen sie das Finale in Dresden. Aber es ist auch ein großer Erfolg für die Oberländer Zwillinge.